Andy Müller-Magun vom Chaos Computer Club sammelt im Wiki Bugged Planet Informationen über internationale Käufer und Verkäufer von Überwachungstechnik. So entsteht ein Atlas der Zensur und der Internetkontrolle. Herstellerland ist immer wieder Deutschland. Die Kunden sitzen oft dort, wo es mit Demokratie und Menschenrechten nicht weit her ist. Etwa am Nahen Osten. Das ist ein wichtiger Exportraum, da gibt es sogar Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, da werden Delegationsreisen veranstaltet und so fort. Und es gibt also ein, wie soll ich sagen, ein Hand-in-Hand-Interesse der deutschen Regierung, deutschen auch Überwachungsunternehmen zu helfen, dort ihre Kundschaft zu finden. 5 Unternehmen listet Reporter ohne Grenzen in diesem Jahr als sogenannte Feinde des Internets. Gleich 2 davon sind deutsch. Die Firma Gamma, die stellt eine Software her, die auf Geräte eingeschleust werden kann und die sehr mächtig ist. Die kann zum Beispiel E-Mails mitschneiden, SMS, unter Umständen sogar Skype-Gespräche. Und dadurch kann natürlich jemand praktisch in seiner kompletten Kommunikation überwacht werden. Bei der Firma Trovicor ist es so, dass die sogenannte Monitoring Centers baut. Das ist eine Technologie, die wird in Netzwerkknoten eingebaut und mit dieser Technologie kann dann überwacht werden, welche Art von Kommunikation dort betrieben wird. Trovicor oder ihre Vorgängerfirma lieferte diese Technik offenbar an Bahrain. Folteropfer sollen mit derart abgefangenen E-Mails, Textnachrichten und Telefonmitschnitten konfrontiert worden sein, sagt Reporter ohne Grenzen. Auch Iran und Syrien seien beliefert worden. Ebenfalls gegen Regimekritiker in Bahrain wurden demnach Finn-Fischer-Trojaner von Gamma International eingesetzt. Das sei lediglich eine gestohlene Demo-Version, behauptet Gamma. Beim Sturm auf Ägyptens Geheimdienstzentrale im Jahr 2011 sollen allerdings Vertragsangebote von Gamma gefunden worden sein. Mit dem elektrischen Reporter möchte Geschäftsführer Martin Münch nicht sprechen. In anderen Medien hat er neulich angekündigt, nun einen Menschenrechtsbeauftragten einzusetzen. Die Rolle will er selbst übernehmen. Trovicor gibt sich ratlos, wieso man überhaupt auf der Liste von Reporter ohne Grenzen gelandet ist. Kunden will die Firma weder dementieren noch bestätigen. Ein Interview gibt es auch hier nicht. Man schreibt uns aber: Trovicor beliefert keine Länder, die sich im Bürgerkrieg oder in bürgerkriegsähnlichen Zuständen befinden oder für die solche Umstände vorhersehbar sind. In schwer einschätzbaren Fällen entscheidet Trovicor gegen eine Belieferung. Missbrauch verhindern soll auch eine Schutzklausel in den AGBs, in denen die Kunden sich zur Einhaltung von Menschenrechten verpflichten. Zudem, sagt Trovicor, halte man sich an alle Exportgesetze. Das stimmt vermutlich sogar. Denn Exportkontrollen wie für Waffen gibt es für Überwachungstechniken nur bei sogenannten Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, militärisch und zivil. Das betrifft Software, bei der etwa Kryptographie im Spiel ist. Zivile Zensur und Schnüffeltechnik aber fällt durch dieses Raster. Darum fordert Reporter ohne Grenzen allgemeine Exportkontrollen. Die Kritiker sehen das Wirtschaftsministerium und die Partei, die dort den Minister stellt, als Bremser. Aber selbst in der FDP kann sich mancher vorstellen, dass man die Richtlinien für Softwareexporte überdenkt. Ich bin der Meinung, sofern in irgendeiner Form irgendein Zweifel bestehen könnte oder kann, dass so eine Software zum Aushorchen von Bürgerinnen und Bürgern benutzt werden kann, sollte das einfach unterbunden werden, dass diese Software ausgeliefert wird. Für den Internetaktivisten Jacob Applebaum geht es beim Umgang der Deutschen mit ihrer Überwachungsindustrie nicht nur um Gesetze. Technik darf man nicht moralfrei betrachten, findet er. Diese Leute sind Feinde der Menschenrechte im Dienste des Profits. An der Stelle vergleiche ich sie mit der deutschen HOMAG. Denn Thomas Watson und IBM wussten während des Zweiten Weltkriegs genau, wofür die Lochkarten benutzt wurden. Es geht nicht um neutrale Technik, um neutrale Mathematik, sondern um Profit und wenn er Menschenleben kostet. Ein harter Vergleich. Deutschland wird ihn aushalten müssen, solange Überwachungstechnologie made in Germany bei repressiven Regimen landet.